So, machen wir doch gleich mal hier weiter. So, lass mich raten. Karte von Hogwarts. Nein, ich wollte doch einen anderen Auftrag verfolgen. Hier im Schatten der Blutlinie. So, machen wir es doch mal hier hin. War ja eigentlich auch mal interessant zu wissen, wie man das hier machen könnte. Könnt ihr ein Let's Play so aufbauen, dass man die Aufträge jeweils als Folge macht? Kann ich auch rennen? Oh, warum kann ich hier nicht rennen? Ja, hier hat die PlayStation aber stark zu kämpfen, muss ich gestehen. Muss ich tatsächlich gestehen. Ach, wir kriegen doch sowieso schon so viele liebe Aufgaben. Warte mal, ich würde gerne noch mal gucken, was wir an Ausrüstung haben. Ist nicht identifiziert, aber soll gut sein. Gegenstand Rücken. Ja, 78, ne? Der ist aber auch halt schon verbessert. Ich glaube, hier geht's eher, hier sollte ich nach Level gehen. Ah, sollte ich vielleicht mal nehmen. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Danke. Ja, hier hat die PlayStation ein bisschen zu kämpfen, ne? Hier schafft sie nicht ganz 60 FPS. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, Konsolen finde ich super. Ich weiß nicht, ob es wirklich an der PlayStation liegt oder vielleicht an der Capture Card. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier einiges arbeitet. Oh, eine Rutsche! Solltest du mal ausprobieren! Ah, nee, muss nicht sein. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, dann liegt es doch einfach an der Gegend. Ja, ist aber, ich sag's mal so, besser als diese scheiß PC-Version, die ständig abkackt. Weil Warner Brother einfach den PC nichts macht. Sorry, aber. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ein Slytherin, der die Eier einkneift. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst.
Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch, Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Oh, ist das mies. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Das war's? Och, komm schon. Ah, na gut. Eben noch einen coolen Einfall mit den Aufträgen gehabt, aber wenn halt manche Aufträge so kurz sind. Professor Garlicks Aufgabe? Pflanze und Ernte Flussgras, aber dafür brauche ich halt eher... Warte mal, wenn ich in die Karte den Raum der geheimen Wünsche gehe. Raum der Wünsche. Dann müsste ich doch was Größeres bauen können, oder? Ne, Webstuhl brauche ich nicht. Ich brauche ja was zum Identifizieren. Auffallende Mütze. Oh wei. So, was haben wir denn hier? Okay, das ist lustig. Jetzt sehe ich echt aus wie so ein Lackaffe, ey. Obwohl, das gefällt mir eigentlich gar nicht schlecht, ne? Muss ich ja gestehen. Bis auf die Mütze. Bis auf die Mütze. Komm, du Halodri. So, warte mal. So, warte mal. Zaubertränke, Kräuterkunde brauche ich. Wälzer und Schriftrollen. Budget, Pflanzentisch. Ich kann theoretisch noch 7 beschwören. Dafür brauche ich Kohle. Warte mal, vielleicht kann ich am Webstuhl noch irgendwas verbessern. Verbrennen. Candio, das ist soweit eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht. Bestreiftes Gewand. So, ich will nochmal die Tiere befreien, die ich habe. Frage ist nur... Okay. Ich habe hier also noch mehr Platz. Interessant. Warte mal, vielleicht kann ich hier doch noch was beschwören. Und hier die Tränkestation bauen, weil das ist hier so richtig schön breit. Aber das würde ich gerne in groß machen.
T-förmig, kleine wissenschaftliche Tränkestation, mittelgroße. Zu kaufen bei Wälzer und Schriften. T-förmig? Was bedeutet das? Ich will jetzt einfach mal... Ah, okay. Ich verstehe. Ich bin halt echt am Überlegen, ob ich den ganzen Kram hier rausnehmen soll. Dann kann ich hier nämlich Pflanzen reinsetzen. Und hier würde ich dann tatsächlich ganz gerne botanisch, elekinetisch, gotisch. Gotisch wäre tatsächlich ganz gut. So, warte mal. Es war schön, dass man den Raum der Wünsche so ein bisschen gestalten kann, aber ich sag ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. So. Kommen hier noch einen hin. Ich meine, 7 Stück kann ich ja. Dann bastel hier ich jetzt einfach mal in den Raum der Wünsche rum. Mir persönlich ganz gut. Das sind 7 Stück, mehr kann ich auch nicht beschwören. So, Teppich, Möbel, Dekoration. Das gefällt mir persönlich hier ganz gut. Die Frage ist, ob ich das vielleicht hier auch machen sollte. Mit den Pflanztischen, weil hier der Raum gefällt mir so vom Aufbau her für sowas ganz gut. Zumindest für die kleinen Sachen, weil ich da wirklich jeweils 7 Stück in einem... Ich habe Omnes wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Machen wir gleich. Ich bin hier noch ein bisschen am... rumalbern. So, warte mal, das ist identifizierte Ausrüstung. Keine Ahnung, was das ist. Das ist der Webstuhl. Die könnten theoretisch hier so bleiben, wie sie sind, tatsächlich. Ich bleib hier bei dem gotischen Stil.
passen genau 7 rein, ne? Fällt mir tatsächlich ganz gut. So bleiben. Sechs von sieben. Hier noch einen Schritt. Ja, das klingt doof, aber... Das werde ich drüben auch machen und ja, so ist, dann ist es halt so. Ich mal gucken, ob ich hier auch noch vielleicht was kriege. Aber hier sollte ich eigentlich so nah wie möglich... Hier sollte ich eigentlich nicht weiterkommen. Ist das aber auch so? Warum ist das so unsymmetrisch? Kriege ich den nicht weiter nach hinten? Dann stellen wir den einfach eins weiter nach vorne. Komm. Fertig. So, jetzt müssen wir natürlich noch Diptam, Malvenkraut. Machen wir mal dreimal knöterig. Hier machen wir Diptram. Super. So, was machen wir hier? Oha! Okay, das T-förmige ist richtig geil. Hier kann man ja richtig abgehen hier. Ja, dann kann ich davon ein paar abreißen später. Wenn wir bessere kriegen. So, was machen wir hier? Dann machen wir die drei Dinger. Hier machen wir Donnergebräu. Perfekt.
Ich will zwar nichts sagen, aber... ich bin hier relativ glücklich. Kann ich eigentlich auch Pflanzkästen bauen? Mit 5 kleinen Töpfen. Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Und das ist mittelgroß, ne? Mit 5 kleinen Töpfen mit... mit 5 kleinen Töpfen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Gerade von Hogsmeade. Wir machen jetzt einfach mal hier. Ich will mal was gucken. Einfach wie viel Stuff und so ein Scheiß ich brauche. Und ja, dann haben wir halt einfach hier den Raum der Wünsche umdekorieren. Und danach werden wir heute auch noch machen. Einfach aus dem, also wir werden dann, ich muss da die Tiere noch hinbringen. Dementsprechend will ich ja nochmal gucken, was ich da so kaufen muss. Hallo, ich bin der Suppenkasper. Oh holde Maid, heute wird es aber wieder Zeit. Zeigt mir euren... zeigt immer mir schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Tierwesen, Spielzeugkiste... Schneide, Dungkompost mit mittelgroßen Topf. Ja, die brauche ich auch an sich. Ich mit bis zu 5 kleinen Töpfen. Oh. Pflanztisch. Mit 2 mittelgroßen Töpfen. Kaufe ich erstmal den hier. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, tatsächlich. Ich kann noch ein paar Sachen verkaufen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig... Du, mein Freund, wirst mir immer helfen können. Das kannst du aber glauben. So. Der Gute. Was war das denn? Ich würde sagen, hier eher so die kleinen Tiere. Ich weiß gar nicht, wie groß die alle hier sind. Weil dann lasse ich nämlich hier mal, hier oben mal die anderen Tiere frei. Und kümmere mich mal hier um den Zoo. So, weil hier kommt dann nämlich aber die Professor Howe nie. Da kommen die kleinen Viecher nämlich. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Ja, glaubst du? So. Thank you.
So, wo ist jetzt mein Greif? Guck mal, der badet sich. Denen geht's eigentlich ganz gut. Wolkenschwinger, ich würde gerne... Oh, du blödes... Warum kann ich da nicht hin? Ach, Wolkenschwinger. Da machen wir es anders. Jetzt ist alles gut. So, mal gucken, ob die drei sich wohlfühlen. Super. Dann gehen wir ins andere Terrarium. Und ich will bei den Tränkstationen, will ich nochmal nachgucken. Bei den Pflanzkästen. So, mal füttern. Super. So. Es wäre cool, wenn man irgendwie eine Futteranlage oder so bauen könnte, dass die halt selbst von selbst gefüttert werden und dass man das nicht alles manuell machen muss. Als Beispiel. So, hat er schon was zu essen gekriegt? Ja, hat er. Sammeln. Mondkalb. Ich glaube, von dem brauche ich echt noch ein paar. Aber es sieht doch ganz gut aus bis jetzt. So, wunderbar. Vielleicht kann ich hier mit irgendwas interagieren. Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren habe. Wunderbar. Jetzt habe ich hier noch was zu tun. Denen geht's gut. Schon. So. Viereck,
Viereck, R3. Mit kleinem Topf, mit drei kleinen Töpfen. Oha. Warte mal, ich will mal was probieren. Fällt mir an sich ganz gut. Aber schon gleich mehr als vorher. Kann ich noch ein bisschen weiter nach hinten? Nein. Geht das so viel? Es war dieser fucking Spiegel, wirklich? Ups. So. Nach da. Kleines Stück. Ne? Komm. Komm. Komm, passt schon. Obwohl T war auch mit 3. Ich Vollidiot. Gut, ist ja an sich egal. Pflanz. Ah ne, das war der Tränkebraun. Wenn ich hier noch einen in die Mitte lege, hier so. Komme ich da theoretisch hier überall hin? Ja, tatsächlich. Tatsächlich passt das ganz gut. Theoretisch reicht das an sich. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Meine Tränke sind voll.
keine Ahnung, wie viel von diesen Endokus-Tränken ich haben kann. Ich wollte es eigentlich offscreen machen, aber ich habe gerade so viel Spaß dabei. 25 ist das Maximum. Das ist gut. Gefällt mir ganz super. Dann würde ich sagen, wir sind hier soweit erstmal durch. So, warte mal. Geheime Räume. Da muss in die Kartenkammer. Das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss.